unter Kontrolle, Zeit zum Expandieren. Lang beobachtet, wie sie falsche Titel proklamieren. Wer Zeuge, wie die Straßen zum Ton agieren. Das ist Mucke zu den Häftlinge in Knasthof trainieren. Schieß da rein, lassen draußen Muskeln protzen fallen. Kollabieren, während dein Spargel mit der Knarre handelt. Vor der Shell fliegen Shells wie Schellen, vor sie tanken aus Macht, kriege ich den Gruppierungen und Rockerbanden. Willkommen in der City, wo Arm und Reich sich spaltet. Der Stadt pusht uns am Stadtrand, ohne zu verwalten. Juppies ziehen ein, beschweren sich über Ecken und Kanten. Fick mit mir und ich vergesse das nie, so wie Elefanten. Dunkle Wolken versuchen wir zu entkommen. Fume heißer als die Sonne in der Hand, weil wir straight kommen. Begräbnis ein voller Nonnen direkt nach mir, straight gunnen, dicker was? Und? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sehen Sie diese Mandeln auf meinem Split? Ja, Sir, Mr. Johnson, ich sehe die Mandeln auf Ihrem Split. Aber Sie wissen, ich mag keine Mandeln auf meinem Split. Ja, Sir, Mr. Johnson, ich weiß, Sie mögen keine Mandeln auf Ihrem Split. Haben Sie diese Mandeln auf meinen Split gestreut, Mr. Redmond? Nein, Sir, Mr. Johnson. Wer war's dann? Es war Jimmy, der Neue. Jimmy! Komm bitte mal her. Was ist los, Bump? Bumpy, bitte fang keinen Streit an. Ist schon gut, Francie. Was kann ich für Sie tun, Mr. Johnson? Hat Mr. Redmond dir gesagt, dass ich auf meinem Split keine Mandeln mag? Ja, hat er. Es tut mir wirklich leid, Sir. Oh, lass mal, ist schon gut. Aber bring mir noch etwas heißen Pendant. Ja, mach ich es. Sieh mal nach, ob noch welcher da ist. Bumpy, was ist los mit dir? Oh, nichts, Francine. Ich will Jimmy nur den Unterschied zwischen einem traditionellen und einem Split, so wie ich ihn mag, zeigen. Ihr Mr. Johnson. Setz dich mal hin, Jimmy. Ich möchte dir zeigen, wie man einen traditionellen Split macht. Ja, okay. Danach werde ich dir zeigen, wie ich den Split mag. Also ein traditioneller Split hat das Ganze drum und dran. Die Mandeln, die fette Sahne, die Kirsche und den heißen Fondant. Mhm. Jimmy, koste doch bitte mal und sag mir dann, was du denkst. Nein, danke, Mr. Johnson. Ich bin allergisch gegen Eiscreme. Allergisch gegen Eiscreme. Hört sich für mich so an, als wärst du allergisch gegen Rattengift, mein Junge. Warte, ich schlitze ihn auf, Vampir.